Herzlich willkommen zu Bibelwoche rangezoomt. Diesmal zur Urgeschichte und mit Bildern von Friederike Kirchner. Unter dem Titel, und das ist erst der Anfang, tauchen wir in diesem Jahr in einige der bekanntesten Erzählungen der Weltgeschichte ein. In biblische Geschichten, in denen es um die ganz großen Themen geht. Liebe und Hass, Schuld und Vergebung. Und heute geht es um Hoffnung und Neuanfang. Der Regenbogen verbindet Himmel und Erde. Bunt ist der Bund, den Gott schließt. Der Schutzraum Arche ist leer, denn jetzt ist die ganze Welt ein Schutzraum und Gottes Angesicht ist mittendrin. Gott selbst erinnert sich daran, dass sein Bogen keine Waffe mehr ist, sondern fortan ein Friedenszeichen. Da, wo Gott auf Erden wirkt, scheint es hell, rein, weiß, wie das Lamm der Versöhnung. Und die Verheißung klingt paradiesisch. Keine himmlische Strafe mehr. Mensch, übernimm. Das Ende der Sintflutgeschichte klingt ganz nach einem Reset. Es geht nochmal von vorne los. Alles auf Anfang. Eine neue Schöpfung. Noch ist alles weiß. Ein unbeschriebenes Blatt. Nachdem Gott ein zweites Mal die Fluten der Urtiefe zurückgedrängt hat. Gott hat eine neue Lebenssphäre geschaffen. Wie eine Kuppel wölbt sich der Regenbogen über die Erde und schenkt die Hoffnung auf ein Leben in Sicherheit und auf Zukunft. Der Regenbogen spannt sich über die Arche, erleuchtet, und sein Licht wird vielfältig reflektiert und gespiegelt. Die Farben der Hoffnung färben das Weiß des Neuanfangs. Die Hoffnung webt sich in die neue Schöpfung hinein. Die Farben und das Licht ermutigen dazu, den Schutzraum der Arche zu verlassen und sich dem Leben wieder zuzuwenden. Da ist schon ein Weg zu sehen. Wohin er führt, ist noch nicht klar, aber das Licht lockt raus, in die Weite, ins Helle. Nur, wo ist Gott? Wo ist Gott nach der Katastrophe zu finden? Sind wir uns selbst überlassen und begegnet Gott uns jetzt in den Menschen, die uns helfen und beistehen und die miteinander durch die Katastrophe gegangen sind? Ist das Gesicht, das unten rechts zu sehen ist, das Gesicht eines Menschen oder Gottes Gesicht? Oder kann man das gar nicht mehr unterscheiden? Kommt Gott den Menschen so nah, dass er jetzt mitten unter uns zu finden ist? Ist er zu den Menschen runtergekommen als Empfangskomitee nach der langen Fahrt in der Arche? Will Gott jetzt auf der Erde mit den Menschen gemeinsam an der neuen Schöpfung bauen? Oder ist Gott im Regenbogen? Also in der Hoffnung, in den Farben, in der Verheißung von Schutz und Leben zu finden? Die Künstlerin scheint noch eine andere Deutung im Sinn gehabt zu haben. Auf dem Lamm spiegeln sich die Farben des Regenbogens. Das Lamm steht hier als Repräsentant der ganzen Schöpfung, aller Tiere und aller Geschöpfe, auch in ihnen können wir nach der Apokalypse Gott begegnen. Für viele Menschen ist das der einzig noch mögliche Zugang zu Gott. Das Lamm ist aber in der christlichen Tradition auch ein Bild für Jesus Christus. Gott ist jetzt für uns in Jesus Christus zu finden, ganz nah bei uns. Nicht stark und mächtig, eher lammfromm und ohnmächtig, aber ein Spiegelbild von Hoffnung und Liebe, eine Verheißung auf Leben. Der Regenbogen ist ein Zeichen für Gottes Treue. In der Bibel sagt Gott, meinen Bogen setze ich in die Wolken. Er soll das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde. Der Bund besteht darin, dass Gott den Menschen und der Schöpfung Leben verspricht. Die Beziehung zwischen Gott und uns ist nicht mehr zerstörbar. Gott selbst garantiert sie. Gottes Segen spiegelt sich in den Farben des Regenbogens. Und so ist es völlig angemessen, wenn bei uns der Regenbogen zum Zeichen für Frieden und Solidarität wird, für Hoffnung und Leben in seiner Vielfalt. Musik